Die Elefanten können zwar auch schießen, aber naja. Sind halt 8 Pfeile gegen 80 oder 60. So ungefähr, ja. Ja. Kleiner Unterschied. Ach, minimal. Ja, minimal. So, Mazaka. Na gut. Ich bin ja hauptsächlich gespannt, ob meine Stimme, deine, die ich mir jetzt so male, dann überhaupt. Ich biete Ja, euch das diese werden wir dann sehen. Ein Zeichen, vielleicht in Form einer kleinen Geld. Okay. Die Kenner sind jetzt auch meine Verbündeten. Cool. Die Kenner? Nee, die Briten in Britannien. Ach so. Ikena. Und die Geten? Die greifen dich jetzt an. Möchten Frieden mit mir. Wie viel zahlen sie? Doch nichts. So. Also pass auf. Du kriegst deinen Frieden, wenn du 2000 ist es hoch, okay. Probier es 1500. Immer noch hoch. 2000. Immer noch hoch. Dreitausendfünfhundert. Immer noch hoch. Aktualisiert er das nicht? Doch. Bei 4000 immer noch hoch. Naja, Gethen ist jetzt nicht mehr ganz so groß, ne? Die haben nur Die noch geben eine Stadt. 5000 Gold und mehr geht nicht. Das bedeutet, das muss alles sein, was die haben für Frieden. Ja. Kann gut Okay, sein. einfach nur damit ich keinen Stress mit dir habe und mich auf die verräterischen Diakonen, kann die wichtigeren Städte eingenommen haben. Kriegst du deinen Frieden für 5000 Gold? Also, wenn die das überleben, was ich bezweifle, kannst du ja in 10 Runden die angreifen. Eben. Reden könnt ihr gut, aber könnt ihr ebenso gut trinken und lämmen? Siegeln? Wir werden sehen. So. Sagte er. So ein Spartaner, die sind Meister der Feier. Ich glaube auch. Wir haben doch ständig irgendwelche Fälle Ich und biete so. euch Ja. diese. Die hatten ja keinen Beruf. Deswegen. Doch, aber nur einen. Ja, was in unserem Sinn auch kein Beruf war. Weil die wurden ja Naja, dafür nicht doch. bezahlt. Soldat ist ein Beruf. Ja, aber es war keine Berufsarmee. Stimmt, bei denen war ja alles freiwillig. Ja. Die kleinen Wichser. Tja. Jetzt wird's dann langsam schon unangenehm mit. Naja, kannst du dieses Mal ja aufhalten, oder? Aber die mit den Einheiten. Wahrscheinlich nicht, ne? Nee. Brauche ich nicht. Okay. Ja, gegen den Fullstack-Armee ist das meistens. Ja. Ich kann eine Defensivstellung machen, dann verbleibende Streitkräfte 1%. Ja, die werden dann gefangen genommen, cool. Vollen Headshot bei mir. Ich glaube echt, meine Maus ist irgendwie verbuggt. Wieso? Weil er gerade eben wieder auf das in der Mitte geklickt hat, obwohl die Maus auf den ganz rechts war. Hä? Okay. Krass. Und dann würde es auch erklären, warum er halt vorhin einen automatischen Angriff
gemacht hat, weil der automatische Angriff links von dem spielt ein Gefecht. Höchst eigenartig. Sparta umgeht. Was geht denn? So. Mission erteilt, bla bla. Oh Mann, jetzt hat Persien die Stadt wieder eingenommen. Wow, Alter, ich habe jetzt 15.000 Geld. 15.000 Geld? Das ist mehr als weniger. Was? Keine Ahnung. Mehr als du? Ja. Also mein Einkommen ist 16.000 pro Jahr. Lol. Just saying. Ja, du bist halt auch ungefähr doppelt so groß. Du bist mittlerweile wahrscheinlich dreifach so groß, weil die Dreckslugia ja meine zwei Städte eingenommen hat. Ja, weiß ich gar nicht, wie viele Städte hast du denn? Sieht man das irgendwo? Ich habe keine Lust zu zählen. Ja, wenn du bei, ich glaube, Handel und Finanzen. Warte mal, nee, Schmarrn. Ja, bei Fraktionenübersicht und dann siehst du, genau, Regionen in Besitz. Was? In der Übersicht, also wenn du auf die Fraktion gehst, also auf dein Symbol in der Mitte unten. Ach so, ja. Genau, da Übersicht und dann siehst du die Regionen im Besitz. Regionen im Besitz 10, Provinzen im Besitz 1. Ja, okay. Dann bin ich doppelt so groß, ja. So, jetzt muss ich mal kurz überlegen, was ich mit der coolen Armee von den von Pontus mache. So. Wann ist denn meine königliche Kaserne fertig? Ah, in 7 Runden. Wow. Die braucht immer so ewig, um gebaut zu werden. Dann meine ja vor deiner fertig. Ja. Allerdings kann ich sie sehr wahrscheinlich nicht effizient. Warum? Zumindest nicht so effizient, wie ich es gern würde. Meinst du jetzt von Standort, oder? Nee, ich meine den wieder mit eine König Spartaner aufzubauen und Kosten, die aktuell erforderlich sind, um meine zwei Städte wieder zu kriegen. Okay. Und eine zu erobern. Okay, aber ich glaube in zwei oder also bei mir in zwei Runden geht es wahrscheinlich ganz schön ab. In zwei Runden? Cool, cool. Ja, beziehungsweise wahrscheinlich eher drei. So, die schnabulieren mal hier rüber. Die machen das Gleiche. So, was mache ich denn dann? Was machst du denn da oben? In Pelagit. Mein Verstand und meine Worte stehen in eurem Dienst. So eine Überraschung. Ich mache mich auf, wie kann ich euch dienlich sein? Das klingt so, als wäre das für dich überhaupt keine Überraschung. Ja, doch, nein. Noch behilflich sein? Eure Befehle. Für die Götter zu euren Diensten. Mein Verstand. Dienst. Du. Ah, da bist du. Ich bewege mich um. Und da bist du. Du musst das mal hier hin und dann nach oben. So, und jetzt, Ikena. Ah, mit denen habe ich schon Handel. Okay, deswegen. Wieso mag mich die Gamasche nicht? Ich hoffe, ihr kommt. Okay. Ich bin sicher, eure Waren finden irgendwo Verwendung.
aber nicht bei uns. Boah. Ist schon ganz schön verlockend. Siedlung verloren, ja. Wie läuft das mit Seeplünderung? Muss ich, ist es abhängig davon, auf was für eine Handelsroute das Schiff steht? Ganz genau, ja. Wo geplündert wird? Okay. Mhm. Heißt, wenn ich irgendwo mitten im Wasser schwimme und da plündere, dann ist egal. Aber wenn ich direkt auf einer Seeroute stehe, dann... Genau, dann bekommt der andere halt Mali darauf. Okay. So. Aber ich bekomme dann mehr. Du bekommst, also kannst mal ausprobieren. Also das siehst du ja dann beim Einkommen. Also normalerweise macht das so um die 200, 300 aus. Mhm. So, du bist, ja, Rüstung passt, ja. Streitwagen habe ich nicht, kann ich auch nicht bauen. Geheimaktion, ja, komm. Und... ja. Gut. Ah. Noch einer. Und fertig, du bist dran. Dann würde ich kurz mal pinkeln gehen. Mach das. Der Stream ist yours. Oder ist ja kein Stream. Ja, genau. Das ist Yay! Ich habe ein Forschungsding jetzt abgeschlossen. Also ich muss jetzt hier auf jeden Fall wieder die Armee ein bisschen aufstocken, weil das sind mir eindeutig zu wenig Einheiten. Einem Volke zu dienen ist eine große und glorreiche Sache. Ah, ja, logisch, okay. Ist die Frage, ob ich das dann tatsächlich mache. Oder ob ich nicht noch warte. Also jetzt schon mal eine Einheit auf jeden Fall schon. Also das ja. Aber den Rest auch einfach wegen der finanziellen Situation. Bis wohin kann ich laufen? So, ich schaue jetzt mal die da. Sie soll jetzt mal gucken. Wie weit kommst du? War das das Maximum von ihrer Reichweite? Ja, nee, kannst du nicht. So. Jodela. I'm back again. Sehr schön. Yeah. So. Das ist doch blöd so. Nee. So. Also, dann... Er braucht noch eine Runde, dann ist es eine Full-Stack-Armee. Er... Warte mal, ist der Typ aus... Er ist aus Odysseus raus. Idiot. Okay. Na dann, machen wir uns schon mal auf den Weg. Auf den Weg. Auf den Weg. Und Herakles Zorn wird dann wohl Odysseus wieder einnehmen in der nächsten Runde. Mhm. Ah ja, stimmt, der ist ja mit seiner Dings, mit seiner Armee weiter nach Antaia. Mal schauen, vielleicht kommt er ja wieder zurück. Also, Armee zerstört. Garnisonsarmee. Unglaublich. Mein Ausbildungslager ist fertig. Wo steht das nochmal? Nee. Garnisonsflotte ist kaputt gemacht worden. Drillmeister. Das klingt nach einer guten Eigenschaft.
Siedlung verloren, Ateya. Ja, das wusste ich schon. Bündnis mit dieser Fraktion hast du geschlossen. Sehr schön, hast du gut gemacht, Tobi. Irgend so ein Typ ist Philosoph geworden. Ah, mein Dings. You know. So. Ja, das ist schön, aber ich brauche eigentlich... Warte mal, was war's? Ich habe das doch neulich extra geguckt, wo das ist. Ah, da hinten. 20 Runden dauert der Kack. So, dann Cleopatra. Du läufst bitte weiter. So, die Speere machen sich auf in Richtung Segestia. Ich erwarte eure Befehle. Wie lautet euer nächster Befehl? Bauen wir hier hin. So. Dann, der Typ kriegt noch ein Level up. So. Hoplit. Und dann, ja, die brauche ich hier nicht und die nimmt mir zu viel Nahrung weg. So. Ich habe mittlerweile wieder einen Politiker, der General werden kann. Das ist doch schön. Sehr schön. Sehr schön, das gefällt mir. So, erwarte, und ich kann jetzt Würdenträger rekrutieren. Kannst du das erst jetzt? Ja, ich habe das ganz lange nicht ausgeforscht. Wow. Okay. Hey, ich war, war damit beschäftigt, meine königliche Kaserne zu erforschen. Ja, ich sehe schon. Königliche Kaserne vor ein Würdenträger. Wow. Das ist hart. Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, ich verwende Würdenträger halt eh sehr wenig, deswegen ich verwende allgemein die ganzen Agenten. Allerdings habe ich halt auch nur so Kackagenten, das muss man auch einfach mal sagen. So, bei mir, also die ganzen, weißt du, die Helden da, die sind alle ganz okay. Aber so die Spioninnen kriegen nichts auf die Reihe, die Würdenträger sind jetzt auch ja nicht so ganz das Wahre. Also, ja. Also am Anfang ist das halt schon ein bisschen teuer, also wenn man nicht so viel Geld hat, ne? Ja, genau. So, gut, dann halt kein Vermächtnis. Ich erwarte eure Befehle. Ja gut, du kannst jetzt eh noch nichts machen.
Bonus Schiffrümpfe der Stufe 11? Okay. Okay. Nee. Sag mal, Kawanos, was machst du da bei Pella? Kannst du mir das verraten? Sadi. So. Ja, hoffentlich nicht, sonst muss ich ihm eventuell den Spaß an der Party versauen. So, ja, wenn Malva jetzt angegriffen wird, dann sei es drum. Gut, kann ich gerade noch irgendwas sinnvoll tun? Öffentliche Ordnung geht hoch. Ich muss echt schauen, dass ich Nahrung zusammenkriege. Das ist ja der Wahnsinn. Ja, vor allem jetzt, wo halt so die... wo die ganzen Militärgebäude halt eigentlich fertig sind, die ich brauche, und die aber halt sau viel Nahrung ziehen, muss ich eigentlich echt gucken, dass ich gescheite Nahrung irgendwo herkrieg. So, weil das wird sonst ganz schön unerfreulich. Also da kannst du auch die Spielrunde benutzen, also einfach die in gegnerische Gebiete stellen und dann stehen lassen. Genau. So, na dann. Apropos. Irgendwo hier habe ich doch eine Stadt. Achso, die steht jetzt in einem Gebiet, wo ich gerade Frieden geschlossen habe. Das ist vielleicht nicht so gut, wenn sie da jetzt anfängt, Nahrung zu klauen. Obwohl. Ich glaube, du bist dran. Ah, oh, noch lange nicht. Ja, ich weiß schon. Ja, oder wir lassen jetzt nochmal durchlaufen und sind dann fertig für heute. Das können wir auch machen. So. Ja, oder wir machen noch weiter, wie du magst. Also ich weiß nicht, wie lange du Zeit hast. Jetzt ist es gleich 5. Dies ist ein Zeichen erreichter Einigung. Nee, von wegen erreichter Einigung. Du hast mich angegriffen und der Jakob hatte mit deiner Armee mich platt gemacht. ich würde noch eine halbe Stunde aufnehmen, dann haben wir 3 Stunden aufgenommen. Okay, dann machen wir das so. Mhm. Wahrscheinlich noch so, ich einmal und du einmal und 2 Gefechte, so ungefähr. Irgendwie so, genau. Na. Oder ein langes Gefecht. Oder das, genau. So. Knossos kommt nicht auf dumme Gedanken. Danke. Das können wir automatisch machen, weil der hat nur Fernkämpfer. Und damit, gewinnt man. Ja. Das sieht ziemlich eindeutig aus. Ja. Alter, okay, dann stehe ich noch nicht vor deiner Tür. Das geht mit dir. Besser ist es. Wirklich ist es.